Es wird schon langsam dunkel. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Nachtchen! Schlaf gut, aber wie viel Uhr ist es? 16.44 Uhr. Es ist einfach nur früh dunkel geworden. Das passiert im Winter! Hi Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva. Heute sind wir wieder dabei. Und heute haben wir eine super coole Challenge für euch. Und zwar, ich werde alles für die Bibi kaufen, was ich errate. Aber mit einem Twist. Unsere Vivi ist müde. Müde und will lieber auf dem Boden. Auf jeden Fall braucht die Via ein paar Sachen. Und wir haben beschlossen, wir werden mal so alles Mögliche, was die Via gebrauchen könnte, in ein Worträtsel verpacken. Und die Ava hat dann, je nachdem wie gut es klappt, eine Runde oder auch zwei, drei Runden, müssen wir mal ganz spontan gucken, wie wir das machen. Zeit, um die Sachen zu erraten. Und wir kaufen dann alles, was die Avi erraten kann. Für die Vivi. Ich bin richtig gespannt, was da alles ist. Oh, Vivi. Ich versuche alle Sachen zu finden, okay? Aber da sind ein paar Regeln. Also, es gibt nur Wörter, die so und so sind. Also keine schrägen Wörter. Das musste ich mal sagen. Willst du mal so einen Zettel zeigen, wie der aussieht? Ja, ich hole ihn mal. Geh mal gucken, geh mal helfen. Da bist du ja. Guess der Ava helfen, ha? Back again. Ja, freust du dich schon? Oh ja, da ist jemand aufgeregt, dass er Sachen kriegt. Hier steht schon die Kamera, die wir aufgestellt haben, die uns dann gleich unterstützt. Hier ist mein Marker. Da ist dein Marker, genau. Boom, Video fertig. Und hier ist das Worträtsel. Da sind 26 Wörter drin versteckt. Die Wörter stehen entweder so oder so. Ich bin gespannt, ob du das hinkriegst. Hoffentlich. Via braucht Sachen, du musst dich anstrengen. Du willst es doch nicht auf deinem Gewissen lasten haben, dass dem Hund dann was fehlt, oder? Now you're making me feel guilty. Ich setz dich unter Druck. Oh, aber jede Runde habe ich nur 2 Minuten. Okay, gut, wir werden es mal mehr twisten. 2 Minuten und 1 Sekunde. Dann los. So. Was hast du da? Warte, ich kann es gerade. Oh, warte, falsch. Oh, oh. Fühlst du dich eigentlich unter Druck? Okay, das ist ein bisschen komisch. Das ist auch ein bisschen komisch. Baby, du hast nur noch 1 Minute und 30 Sekunden. Sei leise, bitte. Via, du bist überhaupt nicht aufgeregt, habe ich das Gefühl. Viel gefunden hast du ja bisher noch nicht. Bitte, bitte. Wenigstens habe ich was gefunden. Lenke ich dich ab, mein Schatz? Ich will nicht, dass es so teuer wird für mich. Noch 44 Sekunden, mein Schatz. Und jetzt fertig. Gut. So, also, ich habe Tippi gefunden. Ein Tippi für Hunde? Ja. Das zeigen wir, denke ich mal. Warte, darf ich mal umdrehen, dass ja. Ich auch. Willst du alles sagen? Okay, du ja, liest vor. Ja, ja, ich lese vor. Also, du hast gefunden Tippi, da hast du recht. Fernseher. Du hast Fernseher gefunden? Da stand Fernseher. Ich war nicht die Person, die es gemacht habe. Du warst. Was machen wir denn jetzt damit? Verkaufen einen. Und dann würde die Baby sagen, hey Ava, willst du einen Fernseher? Wir müssen erstmal gucken, ob es Fernseher für Hunde gibt. Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht finden wir so einen Mini-Fernseher, wo wir dann einfach so ein Leckerli, also dann einfach nur ein Bild vom Leckerli dauernd spielen mit so ein bisschen Musik. Und dann ist die so. Ja, ganz genau. Okay, dann haben wir, um Gottes Willen, du hast aber auch echt alles da oben gefunden, was ich da reingepackt habe. iPhone. Dann kaufen wir dafür wieder ein iPhone und wie beim Fernseher sagt sie, hey Ava, willst du mal ein iPhone? Obwohl ich schon eins habe, aber immer noch. Du willst 2 iPhones haben? Aber wenn die Baby es mir geben will. Okay, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Also wir gucken jetzt erstmal, was du noch gefunden hast und was wir dann damit machen, okay? Okay. Du hast noch Ball, das ist ja in Ordnung. Was ist das? Fressnapf. Okay, Fressnapf. Kauschuh. Da könntest du einen von deinen Schuhen geben. Und Nintendo. Hattest du das reingeschrieben? Nicht alles, nee. Ich glaube, manche Sachen sind da auch aus Zufall gekommen. Okay, oh Gott, ich sehe noch 2 Sachen. Avi, du machst mich hier fix in alle. Ich dachte nicht, dass du wirklich hier auf diesem Platz Sachen findest. Ich dachte ganz ehrlich, du findest vielleicht eine Sache und deswegen dachte ich, wir machen 2 Runden. Aber ich dachte doch nicht, dass du so viel findest. Lesen ist ab jetzt für dich gestrichen. Bücher, Bücher in die Tonne. Du kannst viel zu gut lesen.
Eigentlich sollte ich ja stolz sein als Mama, gell? Aber ja, das ist mir hier zu teuer. Eigentlich sagen Mütter ja immer, oh, du musst mehr lesen. Aber hier das mit dem Kinderlesen beibringen und dass sie dann auch noch gut und flüssig lesen, das ist, wenn man YouTube macht, eine gefährliche Angelegenheit. Und das kann so nicht weitergehen. Dann hat sie gefunden Gucci. Was? Was? Der Chef Gucci, was soll ich denn machen? Du hast gesagt, man soll Wörter oder streichen. Also wir haben gesagt, oh mein Kind, du machst mich Sucks to be you. Und alle, ja, it sucks aber to be me, ganz genau. Da ist noch ein Wort, was ist mein Lieblingswort? Welpen. Ja, da steht Welpengeschirr, aber... Nee, Welpengeschirr. Die Via ist klein, die brauchen Geschirr für einen Welpen. Ein normales Hundegeschirr passt ihr nicht. Da steht nicht Welpe oder auch nicht Welpen. Wir kaufen auf gar keinen Fall mehrere Hunde. Okay, dann nur ein Welpe. Welpengeschirr. Okay. Du hast das nicht alles angepinselt. Ich wollte euch gerne zeigen, wie ich das gemacht habe. Das ist hier keine Werbung oder so, aber ich dachte, vielleicht wollt ihr das auch mal mit euren Freunden spielen. Man muss da ja nicht unbedingt was kaufen. Man kann zum Beispiel auch Sachen im Haus oder so finden. Und ich habe hier genommen diese Suchsel-Bastelmaschine und bin dann einfach gegangen auf hier Suchsel erstellen. Leicht, da kann man dann die Wörter eingeben. Da gebe ich jetzt mal einen Kuchen zum Beispiel und Haus und Pferd und dann kann man hier auf Weiter drücken und dann hat man hier ein Suchsel, so ein kleines Wörterrätsel. Das ist natürlich jetzt viel kleiner als Avas, weil ja auch nur 3 Wörter drin sind. Da wir wegen dem Lockdown nicht in die Geschäfte fahren können, um was zu kaufen, würde ich sagen, wir gucken mal online, was wir kriegen. Was ist denn das Erste? Wir kaufen alles am Ende. Alles am Ende? Ja. Willst du lieber erst die nächste Runde machen? Ja, auf jeden Fall. Bist du ganz sicher? Ganz sicher. Okay, ich hatte hier schon Amazon auf, weil ich mal gucken wollte. Aber das gibt's doch gar nicht. Okay, dann machst du es wieder zu und machst die nächste. Nochmal 2 Minuten? Nee, jetzt mal 1 Minute. Das wird sonst zu teuer. Das ist ja so schon verrückt. Okay, 1 Minute und 30 Sekunden. Okay, 90 Sekunden. Und dann also. Die verknoteten Hände, damit es schnell geht. Erzähl mir doch mal, wie es heute in der... Nein, oh Mama, jetzt habe ich... Hast du was verloren? Was hast du denn verloren? Das ist gemein. Wer bringt den Kindern eigentlich in der Grundschule so gut Lesen bei? Warum macht ihr eigentlich so Sachen auch in der Schule mit dem Lehrer? Lenk ich dich ab. Du hast noch 49 Sekunden. Mama, du bist gemein. Ich dachte, ich mache 26 Wörter drauf, damit sie überhaupt eine Chance hat, was zu finden. Wie viele Wörter hast du denn jetzt insgesamt gefunden? Zähl mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Du machst mich fertig, Kind. Du bringst mich an den Rand der Und es waren 26. Oh Mann, 15. Ich dachte, du findest vielleicht 4 von 26. Das dachte ich echt. Wir machen 5 Runden. Du findest in einer Runde gar nichts und pro Runde ein Wort oder so, habe ich so gedacht. Das war so mein Bestreben. Und jetzt? Bitte schön. Amazon, wo bist du? Ach, du willst auch noch gucken? Ja, ich werde jetzt gucken. Willst du die Sachen einfach mal in den Wagen legen und dann schauen wir gemeinsam? Ich habe iPad da unten gefunden. Ich hätte doch nie gedacht, ich habe das extra ein paar Mal ändern lassen, dass das Kind iPad findet. Dann hast du noch gefunden Hundehütte, Jacke. Das braucht die Via aber wirklich, weil im Moment ist es echt bitterkalt. Ein Hundebett. Was hast du noch gefunden? Ich bin so nervös. Zahnbürste. Okay, gut, wir gehen einkaufen. Okay, geh du erstmal einkaufen und dann zeigen wir, was wir in den Warenkorb gepackt haben, ja? Okay, wir sind gleich zurück. Tipi, ach, jetzt guckst du nach Hundetipi. Hier haben wir ein paar interessante. Also hier heißt ein Hund und oder eine Katze oder beide, einfach nur Kuh. Hier ist einfach so ein Basic. Das da ist einfach nur traurig. Es ist einfach nur ein Dach und ein harter Boden. Ist das ein Kuscheltier? Der sieht aus wie ein Kuscheltier. Seine Augen sind Der ist aus Keramik. Aber ich mag das da, weil da so ein Schild ist, wo da nur nichts dran steht. Da können wir Willi oder Via und das I dann so ein Herzchen machen. Wir lassen dich jetzt hier werkeln und dann sind wir zurück. Das ist eine DVD? Ah, Fernsehen für Hunde. Ja, das wäre doch mal interessant. Da kannst du der Via Fernsehprogramm anmachen. Das ist ja auch wie Fernsehen für Hunde. Ja. Also ich suche gerade, ich guck mal, ob das so ein Gameboy ist. Denke ich, ist da nicht. Da steht aber nicht Gameboy, da steht Nintendo. Ja, aber wenn da vielleicht kein Nintendo ist. Es gibt doch bestimmt kein Nintendo für Hunde, oder? Ansonsten bereue ich, dass ich das mit draufgeschrieben habe. Ich dachte, sowas kann man dann einfach nicht kaufen. Also ich sehe hier zwei
Nintendo-Hundespiele. Du meinst, du kannst es dann mit der Wii spielen? Ja, das ist, wow, das ist teuer. Ja, und das andere ist derzeit nicht verfügbar. Nimm mal das, das derzeit nicht verfügbar ist. Oh, sie nimmt doch, dass das verfügbar ist. Vorhin dachte ich noch, das wäre eine gute Idee, das zu filmen. Und jetzt bin ich so ein bisschen Animal Crossing! Aber, ja, immer noch. So, wir gucken gerade nach Gucci und finden nichts. Aber bevor ihr in den Kommentaren schreibt, oh, da ist ein Gucci-Ding, das da. Gucci Double G Ambush Leather Choker. Choker hat Menschen, also ist nicht für Hunde. Dafür gibt es was von Louis Vuitton und so. Louis Vuitton, Louis Vuitton, aber ich bin froh, dass du das noch nicht kennst. Aber wow! Leute, das ist ein bisschen teuer, ne? Wow! Und darf ich dir was verraten? Ich habe gestern natürlich, bevor ich da Gucci draufgeschrieben habe, erstmal geguckt, ob es überhaupt Sachen für Hunde von Gucci gibt und ich mir den Gag erlauben kann. Denn wir sind ja nicht verrückt und kaufen wirklich für unseren Hund was von, wow, Gucci. Leute, ich kaufe mir selbst nichts von Gucci. Ava hat selbstverständlich nichts von Gucci, mein Mann auch nicht. Und da würde ich einen Teufel tun, unserem Hund sowas verrückt Teures zu kaufen. Ich muss gestehen, das habe ich so ein bisschen aus Clickbait Gründen gemacht. So ein Zeug braucht kein Mensch. Aber es klickt sich gut. Yeah! Und ich habe natürlich vorher geguckt, dass wir dann nicht, um die Challenge zu bestehen, hier irgendwelches Gucci-Krempel-Zeugs kaufen müssen. Das wollte ich euch nur kurz sagen und gestehen. Hier sind unsere Sachen. Ganz viel. Wir haben ziemlich viel gefunden. Das eine oder andere nicht. Es gibt natürlich kein iPad für Hunde, yeah, und kein iPhone und so ein Zeugs. Das war auch alles ein bisschen clickbaity von mir, muss ich gestehen. Aber es ist auch so echt teuer. Ich bin fast gerade umgefallen. Die Ava hat nämlich nicht wirklich auf den Preis geguckt, als sie die Sachen da reingelegt hat. 271,86 Euro. Okay, ja, dann bestellen wir mal. Ha? Das ist ja im Prinzip ein Gucci-Halsband hier alles. Ja, das stimmt. Warum würde man denn bitte schön Gucci-Halsband, was so 200 Euro kostet, wenn man dann all diese Sachen kaufen kann? Eva, das ist eine sehr, sehr legitime und gute Frage. Okay, Leute, wir werden jetzt erstmal hier alles bestellen. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wir lassen einen Daumen nach oben da. Hier unten könnt ihr noch zwei Videos von uns sehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dir, Lieben. Ciao.